Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Hellion. Ja, wir sind in der Umlaufbahn von Bethir. Wir haben nichts auf dem Schirm. Ich wähle noch mal ein bisschen die Radarweite durch. Auch da ist nichts zu erkennen. Und von daher, wir hüpfen mal rein und hauen mal den Scanner ins Gebälk, um vielleicht doch noch mal irgendwas zu finden. Und wir finden natürlich nichts. Außer das, was wir vorher schon gefunden haben. Okay. Trotz allem, bevor wir tatenlos sind, in Anführungsstrichen, werden wir natürlich versuchen, hier mal zu einem der Asteroiden zu springen, um dann ja entsprechend nochmal Ressourcen quasi zu farmen. Und da wollen wir natürlich mal was ausprobieren, denn das weiß ich eben nicht. Es gibt ja diese schönen Ressourcenknubbel, wenn man so will. Und meine Frage ist, was ist, wenn man den Asteroiden direkt anbohrt? Kriegt man dann sowas wie Nitratmineral noch raus? Oder ja, andere Minerale? Oder ist es wirklich so, wie vielleicht doch vermutet, dass nur an bestimmten Ressourcen bestimmte Ressourcenknubbel vorkommen? Dann wäre es natürlich interessant zu wissen, an welchen Asteroiden welche Ressourcenknubbel vorkommen. Also beispielsweise welche, die nah am Planeten dran sind, beherbergen eine bestimmte Ressource, und die, die weit weg sind, beherbergen eine andere Art von Ressource. Das ist eine Sache, die könnte ja mal hilfreich sein, die ich auch logischerweise rausfinden muss irgendwo, indem man mal, und das probieren wir jetzt mal, hier näher ran, also nah am Bethir ranfliegen, ein Asteroid hier abgreifen. Und da glitzert auf jeden Fall was, und da oben ist auch noch so ein Array, wenn man so will, was ja jetzt erstmal zumindest fürs Erste jetzt erstmal uninteressant ist, in Anführungsstrichen uninteressant. Wenn man hier so auf 200 Meterchen ran. Wenn ich hier wird groß rumgespucket. So, wir haben mal gematcht. Das sollte erstmal reichen. Wir rüsten uns aus mit unseren Kanistern und entsprechend noch einer Zusatzbatterie. Das sollte ja erstmal reichen. Ich glaube, die hat 100%. Jawohl, der Bohrkopf geht anscheinend so nicht so schnell kaputt, was auch in Ordnung ist, was gut ist, was schön ist. Wir haben noch für 3 Stunden Schutz, auch das ist völlig in Ordnung. Und wir brauchen auf jeden Fall dieses Teil erstmal nicht, weil dann können wir nämlich auch den Bohrer mal entsprechend wegpacken. Okay, Freunde, machen wir die Tür zu, setzen wir das Helmchen auf, evakuieren wir den Raum und dann raus mit uns. Und dann schauen wir mal, was passiert, wenn wir den Asteroiden einfach direkt anbauen. Also ohne direkt auch so eine Knubbelchens dazu loszustoßen. Oh, auf jeden Fall Trümmerteile. Oh, hab's geahnt. Autsch. Es ist natürlich heftig, dass die Dinger auch durch den Asteroiden durchfliegen. Jetzt im Grunde erstmal nicht so gut. Aber wir gucken mal. Aber hier passiert nichts. Also, wenn wir die anfliegen sozusagen, passiert erstmal nichts. So, was haben wir hier für eine... Das sieht mir aus nach Eis. Ja, das ist Eis, aber dann nehmen wir auch erstmal Eis mit. Eis, das ist auch klar. Hat er sich noch mal gewehrt, der Hund, was? Oh. So, wir versuchen mal noch was anderes zu finden außer Eis. Auch stark nach Eis, also allmählich müsste dann das Trümmerfeld auch an uns vorbeigezogen sein. Ich hoffe, wir werden hier nicht das Zeitliche segnen.
schauen da trotzdem nochmal zu diesem Array hin. Vielleicht gibt es ja nochmal irgendwas Interessantes. Aber meistens ist da ja nicht wirklich was zu finden, ne? Meistens ist da jetzt nicht wirklich was zu finden. Und das wäre natürlich auch geil, wenn man das hier upgraben könnte. Ich glaube, das sind diese Burned ACUs oder Burned BZUs oder sowas. In der Richtung. Das wäre echt extrem gut. Die bringen sollen, zumindest in der Vorversion, haben die extrem viele Schaltkreise gebracht. Das Trümmerfeld scheint vorbei zu sein. Da herrscht zumindest erstmal so keine Not. Wir haben hier. Licht nochmal an, dann sieht man dann doch schon noch ein bisschen besser. Ich hatte mir jetzt wirklich erhofft, irgendwie, wenn man halt näher ranfliegt, doch ein paar Ressourcengnubbel zu bekommen. Ist das hier was oder ist das eher nur eine optische? Sieht mir eher aus wie eine optische, ne? Aber wir können ja mal ran. Vielleicht ist das ja auch. Schauen wir mal, ob es hier irgendeine Relevanz hat. Nein, das hat keine Relevanz. Ist dann doch nur eine optische, wahrscheinlich Reflexion oder irgendwas in der Richtung. Also Eis ist natürlich schön und gut. Ja, aus Eis ist was herzustellen. Wasserstoff und Sauerstoff. Zurzeit haben wir da genug von. Von daher bin ich da aktuell nicht so scharf drauf. Oh, leichte Grafikprobleme hier an dieser Stelle. Das wird aber, denke ich, noch mit der dieser Rotation des Asteroiden in irgendeiner Weise zusammenhängen. Okay. Das hatte jetzt nicht den gewünschten Erfolg. Ich werde jetzt hier auch nicht weiter rumtingeln und rumsübbeln, weil wir wollen ja, wenn wir so wollen, weit vorbei. Das kostet mir wieder ACS. Treibstoff. So, ich werde da jetzt nicht groß rumtingeln oder rumfliegen hier, wenn es nur Eis gibt. Wir wollen ja rausfinden. Oder halt looten. Das ist natürlich die andere Sache. Also irgendwas werden wir hier auf jeden Fall in den Folgen auf die Beine stellen, weil das wäre ja total sinnlos. Und auch wirklich nicht besonders gut. Wir werden nochmal einen anderen Asteroiden anfliegen. Jetzt werden wir erstmal weg von dem Hobel hier. Nicht, dass da noch eine Kollision gibt. Gut, wo sind wir? Wir sind mein Schiff. So, wir sind da. Und das sind alles Bett. Ist die Frage, ob die Betts ALP07 auch nochmal Bett. Replicator Airlock. Aber das ist unser anscheinend. Ja, das ist unser Fabricator Airlock. Da brauchen wir uns jetzt nicht drauf stürzen. Ja. Knossos Ruins. Lasst uns da hinkommt. Vielleicht haben wir da ja. Wir können da gar nicht hinweg. Wir müssen erstmal zu einem anderen Ausgangspunkt springen. Nutzen wir das doch einfach nochmal. Um. Ja, wir springen mal, versuchen mal dahin zu springen. Kommen wir da hin? Wir kommen da. Ne, wir kommen da nicht hin. Das ist jetzt echt ungünstig. Aber vielleicht schaffen wir es, wenn wir dahin springen. Wo habe ich denn den angewählt? Ich habe doch den angewählt, oder?
Okay, das soll funktionieren. Ach so, ja, natürlich, wenn man recht nah rankommt, wird das wohl funktionieren. Mal sehen, ob wir schaffen. In 12 Sekunden ausrichten. Oh, das war aber mal ein nices Manöver. Das muss ich jetzt mal. Ich klopfe mir da selber auf die Schulter, Freunde. Das war doch schon ein gutes Manöver. Doch, 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 doch. Doch, da könnt ihr ruhig sagen, ja, TH, das hast du echt gut gemacht. Aber gut, mal gucken. Bevor wir aussteigen, mal einmal nah an den Asteroiden ranfliegen. Wir werden mal eine Umrundung des Asteroiden simulieren oder zirkulieren. Und der scheint auf jeden Fall kleiner zu sein. Und hier sind auf jeden Fall kleinere Ressourcenknubbel. Und hier geht es auch mächtig her. Und auch ich sehe auf jeden Fall Ferrit. Also von daher lohnt sich die ganze Nummer dann doch schon. Wenn wir die Geschwindigkeit anpassen. Ein bisschen drehen tun wir uns noch. Kann das sein? Ja, okay. Lassen wir das. Ja, wir nutzen das. Das müssen wir jetzt nutzen. Ein bisschen Ferrit mitnehmen. Wir haben nämlich nicht mehr so viel Nickel-Iron. Aber ich meine, wir haben auch genauso wenig Kunststofffasern, wenn wir so wollen. Das ist ja das nächste, was uns irgendwann ausgehen wird, wenn wir diese Station dann nochmal halten wollen. So. Wir müssen echt mal schauen. Das ist ein sehr, sehr süßer, kleiner, schnuffeliger. Kleiner, schnuffeliger, ganz kleiner, schnuffeliger ist das hier, wenn ich das mal so sagen darf. Oh, die sind aktiv, sehr aktiv, der Bursche. Schnappen wir ihn uns mal. Und gehen mal auf die Rückseite, wenn wir so wollen. Und schnuppeln hier mal ein bisschen Ferrit weg. Ist das eine höhere Konzentration hier? Nicht ganz, ne? Aber immerhin. So, das ist hier auf der Rückseite ist noch wieder ein bisschen Eis. Da ist noch was. Sollten wir auf jeden Fall mitnehmen. Und das war's auch schon. Da haben wir schon fast einmal umrundet, Leute. Sehr gut, sehr. Sehr gute Sache. Da kriegen wir den voll. Könnte. Nee, nicht ganz voll, den alten Kanister. Hoppala. Ah. Da schon so viel Sonneneinstrahlung, dass er uns gleich um die Ohren fliegt, oder? Voll, der Kanister ist voll, Freunde. Der Kanister ist voll. Und was haben wir denn jetzt hier? Aha, okay. Dachte eben, jetzt backt der doch noch mal wieder rum hier. Sehr ungünstig. So, aber wir haben hier auf jeden Fall noch ein bisschen mehr gehabt. Das weiß ich. Wahrscheinlich eher auf der anderen Seite. Ah, da sitzt einer noch im Verborgenen. Uns mal in die coole Wagen. Schauen, was dabei noch oben kommt.
Kontrolliertes Taumeln, Freunde, kontrolliertes Taumeln. Da ist noch was Dunkles, was Rotes, wenn man so möchte. Das schnappen wir uns auch noch und dann geht das weiter. Wir wollen die Zeit auf jeden Fall nutzen. Und es ist gut, dass der Ausbruch jetzt stattgefunden hat. Dann haben wir jetzt noch ein bisschen Zeit und ein bisschen Luft uns der Ressource selber zu widmen. Ja, ich weiß es nicht. Ich habe gerade keine Ahnung, wo kriegen wir Nitrat her? Habe ich was übersehen, Freunde? Ist mir was entgangen? Ist mir was entfallen? Zurück zur Hellion, wenn wir auf dem Rückweg hier nochmal uns nochmal einmal umschauen. So auf Anhieb sehe ich nichts, von daher ist das soweit in Ordnung. Wir gehen zurück. Ja, habe ich was übersehen? Bin ich an der falschen Stelle? Oder ist es Zwischenprodukt? Muss ich noch irgendwas anderes raffinieren? Aber wir haben ja sonst so keine Rohstoffe. Ich weiß das nicht. Ich weiß das nicht. Und ja, natürlich sitzen wir da in einer Zwickmühle. Das ist mir auch bewusst. Also hätten wir diesen grandiosen Coup in den letzten Folgen nicht gelandet, wo wir, ja, berechtigt oder unberechtigt, das lassen wir mal im Raum stehen, den Typen abgezogen haben, also den Spieler abgezogen haben, ist halt die Frage. Ja, ist halt die Frage. Ich werde nochmal die Sensoren erhöhen, da ist soweit nichts im Umlauf. Und jetzt werden wir nochmal nach Knossos Ruins springen. Vielleicht haben wir die Möglichkeit, uns da doch noch. Also. 1, 2, wo ist es? Och, dahinter auch noch. Sehr ungünstig gelaufen, aber gut, dass das genau dahinter gelegen hat. Wir starten es nochmal, wir werden es nochmal machen. Knossos Ruins. Stage 2. Runter auf 60, 30 Sekunden. Oh. Und dann so kurz wie möglich ranspringen. Na. Und initialisieren. Und das ist ein ganz kurzer Sprung und das ist auch in Ordnung. Ich wollte keinen exorbitant großen Sprung machen. Und ja, ich sag nur eins, der Kondensator und die Eindämmungskerne, die leisten volle Arbeit. Ganz kurz nur die Aufladezeit. Und auch der Zwischenspeicher ist entsprechend hoch. Das sieht alles sehr, sehr gut aus. Ja, oder ist die Frage, kann man Nitrat vielleicht echt nur durch Loot kriegen? Ein Glück ist der Sprung nicht abgebrochen worden. So, und wir gucken mal. Ja. Im Moment. Au, 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 au. Das noch ganz gut aus. Die Frage ist, wie lange hält es an? Es ist natürlich. Die Tore scheinen nicht auf zu sein. Das ist mal die Frage. Da will ich am liebsten jetzt ja gar nicht rausgehen. Ich wollte jetzt noch mal einmal gucken, inwieweit müssten aber. Ja, das ist immer ein und dasselbe, merke ich gerade. Also, da werden wir
Da wären wir so auch nicht hübsch bei. Von daher, ich lege mal das ab, was wir abzulegen haben. Nämlich die Kanister, die behindern uns ja in der Hinsicht erstmal. Schauen wir mal, dass wir hier einigermaßen heil rauskommen und nicht gleich welche auf den Deckel kriegen. So schnell wie möglich in die Station kommen, da nicht groß. Und so, hier draußen steckt erstmal nichts draußen, ja. Das sieht ganz gut aus. Wir haben einen kleinen Ressourcencontainer, den nehmen wir jetzt erstmal mit. Sonst ist hier soweit, ich glaube, erstmal nichts. Hier liegt ein Play drum, das ist gut. Das nehmen wir natürlich mit. Dankend nehmen wir das mit. Was liegt hier sonst noch so rum? Momentan eher nichts. Da drinnen liegt im Momentan nichts. Und hier ist... Oh, eine Pistole. Sehr gut. Das scheint hier also noch nicht gänzlich ausgelootet zu sein. Die ganze Geschichte. Wir haben hier noch einen Chor. Den nehmen wir jetzt einfach mal mit. Hier ist auch noch ein Chor, den wir schnappen uns eigentlich einfach alles hier. So. Das erste. Nochmal das Licht an. Vielleicht nochmal irgendwo irgendwas. Na. Da ist noch ein Pad, wenn man so will. Aber wir wollen ja noch weiter, wir wollen hier ja durch. So, das lassen wir jetzt nochmal. Hier wenigstens nochmal in die Airlock gucken. Es scheint das Frachtterminal zu sein. Ja, das scheint das Frachtterminal zu sein. Nochmal einmal hier lang gucken. Ich glaube, das ist nämlich ein Produktionsmodul. Ja, das ist ein Produktionsmodul. Wir haben hier auch ein Military Core drinne. Aber wir haben doch ein Medkit. Das ist in Ordnung. Ansonsten sieht es doch recht mau aus. Ja, hier ist kein Cargo drinne. Wirklich kein Cargo drin. Wir nehmen den Core mit. Und wir schauen nochmal, was uns im Cargo-Modul erwartet. Auch ein Military Core. Mit Helm mit. Wir nehmen nochmal die Waffe mit. Kleiner Ressourcencontainer. Da unten ist noch ein Medkit. Auch die Waffe nehmen wir nochmal mit. Haben wir denn noch was hier? Oh, da liegt noch ein Military Core. Und okay, das kann ich nicht mitnehmen. Das ist auch in Ordnung. Muss ich ja nicht unbedingt mitnehmen. Liegt hier noch was? Nein. Liegt hier noch was? Auch da liegt noch eine Waffe. Aber auch die kann ich nicht mitnehmen. Das muss auch jetzt nicht unbedingt sein. Ich werde aber Control öffnen. Mal sehen, ob wir... Nein. Auch das ist nicht der Fall. Oh. Und Cargo haben wir auch nicht. Das scheint aber bei den gescripteten Sachen nicht unbedingt der Fall sein zu müssen. Jetzt hier nochmal auf...
dass wir hier schnell rauskommen können. Hier nochmal einmal ganz kurz hoch. Gucken, ob oben noch irgendwas ist. Das habe ich ja jetzt auch noch nicht rausgefunden. Ist oben teilweise hier noch was, was man mitnehmen könnte? Nein, hier ist kein Loot. Daher alles in Ordnung. Wir gehen runter und wir verziehen uns auch schnellstmöglich wieder. Nehmen wir hier einfach raushüpfen. Und da ist die Hellion. Und da werden wir jetzt ab nach Hause, wenn man so will. Ich denke, die kriegt schon genug ab gerade. Okay, mittelmäßig guter Loot, wenn man so will. War doch da oben. Ah. Sehr schön. Ich will nur so schnell wie möglich die Waffen dahin packen, wo sie hingehören, damit wir hier schnell zumachen können, damit wir jetzt auch schnell wieder aus dieser ganzen Gefahrennummer raus sind. Und wir werden nochmal nach Broken Marble springen. Stage 2 nah ran. So nah wie möglich initialisieren und dann sind wir hier auch sofort verschwunden, Freunde. Zwar denke ich mal ins nächste Trümmerfeld, aber wir sind gut ausgerüstet, Leute. Wir sind gut ausgerüstet. Das wird alles, das läuft alles. Das passt alles. Ist ja doch ein bisschen anstrengend. Bin ich ja ganz ehrlich, muss man ja auch mal so sagen. Okay. Raus aus der Nummer. So, wir legen alles ab, was wir ablegen können. Cores, Warpzellen, Warpkerne, Nanicores, wunderbar. Wir haben doch eine ganze Menge auch Military Cores gefunden. Was ja grundsätzlich schon mal super ist und in Ordnung. Und die packen wir da auch noch rein. Das passt ja auch noch mal ganz gut. Können wir hier zusammen pressen, wenn man so wollen. Und dann sind wir auch schon fast da, wenn man so will. 7 Sekunden. Und kommen wahrscheinlich genau in den gleichen Hagel rein, den wir vorher auch hatten. Ja, nicht ganz. Nicht ganz. Nicht ganz. So, jetzt wäre ein bisschen vorsichtig. Ich glaube, hier könnten Sentry Guns verbaut sein. Ist die Frage, können wir die einfach so abschrauben? Das war die Kernfrage, die sich mir erstmal stellt. Wir fliegen nah ran, matchen. Das ist hier gerade nicht ganz so kritisch, wenn man mal so möchte. So, was wir auf jeden Fall machen, wir haben hier die Waffe. Wir haben hier das Magazin und wir laden hier auf jeden Fall einmal durch. Die nehmen wir jetzt mal mit und schauen mal, was uns hier so erwartet. Hämmchen auf, Tür zu. Mein 15 Schuss ist jetzt wirklich nicht viel. So,
Trümmerfeld wird gerade angesagt. Und wir schauen einfach mal hier direkt. Die Airlock werden wir wahrscheinlich nicht benutzen können. Ich halte mich absichtlich jetzt mal hier so ein bisschen unterhalb. Und wage mich hier mal ran. Und dann schaue ich mal ein bisschen hier oben drüber, ob das... Nein, ich sehe aktuell keine. Aktuell keine. Da oben ist eine Sentry Gun, aber die scheint nicht aktiv zu sein. Die scheinen beide nicht aktiv zu sein. Wir werden es jetzt einfach mal wagen. Ich kann ja auch schnell abtauchen, wenn hier irgendwas ist. Aber nein, definitiv nicht. Die sind inaktiv. Jetzt die Frage, schön und gut, wenn die inaktiv sind, würde ich sie mir gerne schnappen. Aber ich kann, die kann ich hier nicht schnappen. Schade eigentlich. Und ich werde jetzt nicht den Versuch unternehmen, darauf zu schießen. Nicht, dass die sich dann doch aktivieren aus irgendwelchen Gründen. Ich will jetzt vornehmlich hier erstmal... Ah, schaut mal hier. Das ist interessant. Das ist geil. Kenne ich auch. Und zwar den Abschluss. Dieses Abschlussteil. Das ist auch nicht schlecht. So, wie kommen wir hier rein? Archeron... Wir werden einfach mal hier durch dieses zerstörte Element reingleiten. Oh, ui. Ich habe gedacht, das gibt aufs Nüsschen. So, haben wir hier kleine Röhrchen. Haben wir hier kleine Röhrchen. Denn die könnten uns jetzt helfen. Achso, Moment. Einmal hier Power-Modul. Mal schauen, was es da so gibt. Auf jeden Fall ein Core. Den nehmen wir einfach mal mit. Reactor Room. Oh, da ist auf jeden Fall was zu holen. Da sind keine Batterien, aber meine Güte, Freunde. Freunde, Katalysatoren. Oha. Oha. Und da ist es passiert. Freunde. Da ist es passiert. Und ich glaube, jetzt haben wir auch den Salat. Ich glaube, wir werden so schnell nicht aus dem... Und ich glaube, mich hat es gerade voll zerrissen. Ah, oh, das ist aber ärgerlich. So schnell kommen wir nicht raus. Und ich, das war's, glaube ich, für uns. Jetzt aber schnell. Und schließen. Oh. Oh Freunde, da haben wir uns aber gerade so gerettet. Gerade so. Und ja. Was lernen wir daraus? Ja, ganz klar, was wir daraus lernen. Wir lernen daraus, dass wir auf jeden Fall, bevor wir die Nanitkore ziehen, und wir sind bei der Art schon, vielleicht haben wir das Glück und wir können... wir können... So, ich gebe mal ganz kurz Druck drauf. Wir können... Was wollte ich denn sagen? Wenn wir ganz viel Glück haben, dann können wir jetzt noch hin und quasi unsere Helien vor Ort wieder übernehmen. Unsere Helien vor Ort wieder übernehmen, um zumindest die Sachen wieder zu sichern. Also das auf jeden Fall. Aber was wir auf jeden Fall daraus lernen, ich auf jeden Fall aus dieser ganzen Nummer lerne, das ist natürlich, dass... einen Moment, jetzt muss ich mal eben überlegen. So, wir ziehen mal den Sauerstoff ab.
dass wir auf jeden Fall diese Nanitkore dieser Elemente natürlich nicht einfach rausziehen, weil wir haben es ja gerade gesehen. Entweder ist die Station draufgegangen oder unser Schiff. Und das überprüfen wir jetzt, indem wir hinfliegen. Archeron war das, Broken Marble, glaube ich. Indem wir hinfliegen und versuchen, die Helion 4 zu sichern. Das allerdings, Freunde, erst in der nächsten Folge. Denn diese Folge ist quasi zu Ende, quasi schon überzogen. Oh, Dramatik pur. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn ja, lasst mir einen Daumen da, gerne auch ein Abo und schreibt mir was in die Kommentare. Ich lese mir das gerne durch, solange ich das schaffe. Und mir hat es Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Und ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.